So, und direkt mit der Einleitung fangen wir dieses Video heute mal an. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 und ja, es geht gegen die Löwen, wie ihr gesehen habt. Ich habe eine Veränderung vorgenommen, das ist den Draxler habe ich jetzt wieder reingenommen für Meier. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja, es geht gegen 1860, wir sind 3 Punkte an Dortmund dran, wie man gerade sehen konnte. Und wollen wir hoffen, dass wir das Beste draus machen können. Auch jetzt, heute wieder, vielleicht ein bisschen sicherer das Ganze gestalten. Nicht so wie gegen Frankfurt ein Tor kassieren, dann in der letzten Minute gerade so mal den Siegestreffer machen. Ungefähr so. Sehr schön gemacht. Guck mal da. Draxler chippt mit links. Super Balotelli, der nimmt ihn direkt. Da sieht der Keeper nicht wirklich gut aus. Weil, ja, da muss er früher in der Luft sein. Den muss er normalerweise irgendwie ablenken. Macht's nicht. Und somit steht's nach gerade mal einer Minute, nach gerade mal, ja, 2 Minuten. Hier 1-0. Für Schalke 04. Und wieder schön gemacht. Schön gestört, holt sich da den Ball wieder. Draxler wollte es einfach mal mit einem Sprint versuchen. Kam aber nicht dran vorbei. Wurde gestört, Ball abgenommen. Balotelli nicht im Abseits. Und den nutzt er nicht. Dachte, er wäre im Abseits gewesen. Thiago. Die Flanke kommt. Draxler ist da. Boateng. Schüle nochmal mit der Flanke. Goretzka. Habe auch nicht vernünftig den Ball getroffen. Schade. Weil wir bekommen nochmal die Gelegenheit drauf zu gucken. Da nochmal dieser Kunstschuss von Goretzka. Aber nicht richtig den Ball getroffen. Ball geht noch knapp am Tor vorbei. Oh, war anscheinend abgefälscht. Zum Zweckball wusste ich gar nicht. Schön. Das kommt. 2-0. Und da zeigt Papadopoulos mal, wie kopfballstark er dann doch ist. Gegen Frankfurt riesen Patzer gemacht in der Verteidigung. Und jetzt mit so einem Hammerkopfball fragt er sich hier gar nichts nach. Den darfst du nicht so alleine da stehen lassen. Kyriakos Papadopoulos 2-0 nach einer Viertelstunde. Und so muss das immer über der ganzen Saison verteilt aussehen. Ob es jetzt 1860 ist oder Real Madrid. Wollte ich gar nicht. Jetzt den Pass auf die Außen, auf Leon Goretzka. Flanke kommt gut. Und Araújo. Und der lässt auch einfach mal ein. Hat ja gegen Real ein super Tor gemacht. Oh, und der Keeper mit einem Patzer, wollte ich schon fast sagen, wird jetzt aber doch auf Foul entschieden. Als nächstes dann schon, wie gesagt, auch gegen Hannover 96. Wo man dann wirklich gucken muss, was man für eine Elf bringt. Denn ich glaube, es wäre sicherer, da die Top-Spieler rauszunehmen. Denn dann geht es gegen Real, wenn man noch was erreichen will. Sollte man so. Und 1860 lässt sich jetzt hier unter Druck setzen. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld.
Oh, schlechter Pass. Oh Gott. Jetzt waren das aber noch zwei sehr große Fehlpässe. So, und jetzt aber erstmal den Ball irgendwie raus. Und dann geht es wieder Richtung Tor von 1860. Ja, kann den Schalker kann es gar nicht zu schnell gehen. Ah, gut, Papadopoulos. Thiago. Ja, jetzt stellt sich 1860 erstmal. Aber das ist ja jetzt mittlerweile, Schalke kann es jetzt egal sein. Die führen 2-0. Man sollte nur nicht aufhören, das Fußballspielen einzustellen. Ah, Goretzka. Gut, Papadopoulos. Schön den Ball geholt. Stellt sich dann den Weg. Oh. Schade. Ja, 1860 kommen wir jetzt ein bisschen besser ins Spiel rein. Jetzt greift er ihn an. Pass nach draußen auf den Flügel. Janik Stark. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht so gefährlich reingeht. Jetzt mal Draxler. Ah. So eigensinnig. Habe ich mir anders vorgestellt? Draxler. Holt sich da den Ball. Verliert ihn dann wieder. Weil jetzt mal ein schöner Heber, nein. Das war eigentlich so die Standardtaktik. Ruhig spielen. Nach dem 2-0. 1860 kommt kaum, hat kaum wirklich Chancen. München momentan noch 0-0 gegen Gladbach. Das ist ja ein gut in Ergebnis, was man momentan, weil man früher noch dachte, das ist gut. Weil man mittlerweile sagen kann, ja, die können auch ruhig führen. Das macht jetzt eh keinen Unterschied mehr. Ja, von der Statistik her gerade gesehen, 1860 bisher noch gar keinen Schuss aufs Tor. Beziehungsweise noch gar keinen Schuss überhaupt abgegeben. Vielleicht ändert sich das ja jetzt in der zweiten Hälfte. Eine saftige Pausenansprache vom Trainer würde sowas zum Beispiel. Ja, vielleicht hervorrufen, weiß ich nicht. So, spielen jetzt erstmal ruhig. Können den Ball auf jeden Fall halten. Auch vorm Tor. Dann ist Goretzka da und dann ist der Ball weg. Indem Kramer einfach mithilft und dann geht's Abmarsch Richtung Tor von 1860. Über Goretzka. Flanke kommt, ziemlich nah vors Tor geschlagen. Ist Thiago nochmal da? Und der setzt einfach mal einen an Giebel, dann nochmal Balotelli, aber der kommt mit dem Kopf nicht dran. Guter Schuss von Thiago. Und das mit dem Schwachen.
Positionen auf der linken Seite. Schindler. Gut gemacht. Und dann Draxler komplett alleine. Und da fragt er sich gar nichts nach. Das Ding macht er. Und er steht 3-0. Da war die Abwehr von 1860 nicht sortiert. Keiner da in der Mitte. Riesenloch. Draxler konnte so durchlaufen. Und macht dann natürlich ganz ruhig. So, 1860 wechseln. Niki Adler geht runter. Okot hier kommt. Ja, der Foul von Thiago ist in Ordnung. Draxler wird auch gehalten. Lässt sich aber nicht fallen. Thiago. Versucht es einmal alleine. Weil wir geklärt, Einwurf Schalke. Nochmal ein Wechsel bei 1860. Stahl kommt, Weigel geht. Danke, noch nicht optimal. Aber dann. Ja, Draxler versucht da den Ball irgendwie runterzunehmen. Wird aber gestört. Einwurf 1860. Und das ist natürlich dann doch schon sehr schwach. Ball geht direkt auf Draxler. Das ist zu einfach, Draxler. Aber da steht schon eine Wand von 1860ern vor ihm. Boah, viel Pass. Und Thiago versucht einfach nochmal. Und warum nicht? Und Achtung, jetzt geht's gleich mal schnell. Kein Abseits. Die Flanke kommt gut. Thiago sehr stark. Ah, gut gemacht. Frontverteidigung. Die verstehen sich blind. Das war schön durchgespielt. Oh, Rogo trifft die Grätsche auch nicht. Gieferfehler. Oh, und dann Torlinientechnik. Wo ich ja schon gesagt habe, dass ich dagegen bin. Nochmal 1860, jetzt kommen sie aber. Aber jetzt ist der Ball raus. Erstmal. Oh, Balotelli. Dafür wird es wahrscheinlich noch eine Gelb geben. Tja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Und der Ball prallt vor dem Ab und landet im Auge. Die Zeit zum Wechsel lässt sich nicht. Und keiner ist da. Oh, gerade so abgefälscht. Jetzt gibt's Eckball. Giefer ist da. Oh, ich dachte, der geht automatisch jetzt hin. Papadopoulos ist da. Schürrle ist da. Ist wieder Vorteil. Kein Abseits. Die Flanke sitzt. Ball da wieder raus. Jetzt lässt der Schalke 1860 aber auch spielen. Jetzt kommt nochmal Balotelli. Ja, gibt Freistoß.
So. Egal, passt wohl. So, nochmal zwei Wechsel. Schürrle. Thiago. Ja. Nee, nee, nee. Ja, 3-0, das wird wahrscheinlich so bleiben. Kurzzeitig hatte 1860 hier wirklich richtig gute Chancen. Aber Schalke war da doch so sehr im Glück. Achtung. Vielleicht nochmal 68. Flanke, komm nochmal. Drax, Höwe, das ist da. Nochmal ruhig raus. Paco kann den Ball behalten. Nee. Nee, nee, das ist zu wenig. Und das war's. Das ist der nächste Dreier gegen 1860 und der ist verdient. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.